Für Schlager ließ laufen. Die erste Offensivakt. Ja. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, Endstand 2:2. Auf dem Podium begrüße ich die beiden Cheftrainer Oliver Glasner und Thomas Reis. Wie immer gebührt den Gästen das erste Wort. Herr Glasner, ich würde Sie um Ihren Kommentar zum Spiel bitten. Ja, für uns war es ein Déjà-vu der letzten Auswärtsspiele. Wenn du dann in der ersten Aktion 0-1 hinten bist, in dieser Wahnsinnsatmosphäre, dann wird das Spiel noch mal schwieriger. Dann, finde ich, haben wir eine sehr, sehr gute Reaktion gezeigt. Haben dann das Spiel auch ganz gut in den Griff bekommen, auch immer wieder nach vorne gespielt und auch verdient den Ausgleich erzielt. Ist ja immer eine Wahnsinns-Energieleistung, wenn du mit 0-1 startest, so eine Atmosphäre gegen den Gegner, der auch um sportliche Überleben kämpft. Und dann haben alles versucht, gehen dann auch in Führung. Und umso ärgerlicher ist es, dass wir es dann mit einem sehr einfachen Fehler wieder herschenken. Und ist schon so ein bisschen ein Spiegelbild unserer letzten Auswärtsspiele. Wir haben wieder zwei Tore erzielt, wir sind wieder zurückgekommen, aber es reicht am Ende leider nur zu einem Punkt. Ist schade, aber die Mannschaft hat alles gegeben, nochmal in diesem sehr, sehr schwierigen Spiel gegen einen hochmotivierten Gegner, ein hochmotiviertes Stadion. Und ja, das müssen wir dann einfach auch so akzeptieren. Danke. Dankeschön. Thomas, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, Glück auf. Ich denke mal, in meinem Gesichtsausdruck kann man schon erkennen, dass eine leichte Enttäuschung oder eine große Enttäuschung erstmal vorhanden ist, was völlig normal ist, weil wir hatten natürlich alle gehofft und uns mehr vorgenommen, dass wir möglichst 3 Punkte hier behalten. Das ist uns leider nicht gelungen. Olli hat es ja gesagt, wir sind sehr, sehr gut in die Partie für uns reingekommen mit dem Freistoß, mit dem Kopfballtor. Dann war es ein bisschen sehr hektisch von unserer Seite, dass wir da keine Ruhe mehr reingefunden haben in das Spiel. Ärgerlich, wie das erste Tor dann oder von Frankfurt dann zustande gekommen ist. Ich hätte mir da eine andere Entscheidung gewünscht. Olli sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders. Ich denke, wenn die Situation in der Nähe von unserem 16er gewesen wäre, glaube ich einfach, dass der Schiedsrichter eine andere Entscheidung getroffen hat. Allein, dass er schon rausgewunken wird, um sich das anzuschauen, bedeutet ja auch immer, dass da Ungereimtheiten sind. Nichtsdestotrotz können wir uns jetzt darüber beklagen. Ich finde es dann trotzdem sehr, sehr ärgerlich, dass man das hätte locker verteidigen können. Wir sind so weit weg vom Mann. Wir geben Frankfurt die Gelegenheit, an den 16er ranzukommen. Und letztendlich fast eine freie Schussbahn und der Ball ist dann drin. Zweite Halbzeit hat Frankfurt durch unsere Einfachheit von Fehlern den Ball gut durchgesteckt. Geht 2-1 in Führung, dann kann ich der Mannschaft, meiner Mannschaft, nur wieder Respekt zollen, dass sie versucht haben, noch permanent auf den Ausgleich und vielleicht auf den Siegtreffer zu spielen. Wir sind zumindest energetisch sehr, sehr gut in die zweite Halbzeit oder bis zum Ende damit gefahren. Leider hat es dann nicht ganz gereicht und jetzt müssen wir schauen, auch wenn es heute ein bisschen wehtut, dass wir ab morgen uns definitiv regenerieren, vorbereiten auf Leipzig und dann schauen wir, was dieser Punkt heute wert war. Danke. Dankeschön. Gibt es Fragen an die beiden Cheftrainer? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Dann starten wir vorne. Ja, guten Abend, Herr Reis, Herr Glasner auch. Sie haben gerade schon den ärgerlichen Fehler zum 2:2 angesprochen. Mami Touré macht wieder eine Riesenvorlage, um sich das dann irgendwie auch selbst wieder mit einzureißen. Wie sehr ärgert Sie so ein Fehler, so knapp vom eigenen Strafraum ins Dribbling gehen zu müssen, 5 Minuten vor dem Ende? Ja, das ärgert ihn und die Spieler auch sehr, weil wir es natürlich wissen und den Ball gut ablaufen. Aber passiert uns halt und auch das leider nicht zum ersten Mal und Schalke hat das eiskalt ausgenutzt. Philipp Seldorf für die Süddeutsche Zeitung. Herr Reis, die Frage kann man Ihnen leider nicht ersparen. Die Szene, die zum 1:1 führt, der Torwart macht keine gute Figur. Haben Sie mit ihm gesprochen?
ja, was denken Sie über den Moment? Zum einen spreche ich nicht über einzelne Spieler. Wenn man das Tor sieht, ist es ja eine Fehlerkette. Ja, die erste Kette, sage ich, hätte der Schiedsrichter eine andere Entscheidung treffen können. Hat er nicht getan. Dann sind wir zu weit vom Mann weg im Mittelfeld. Hätte man schon viel früher drauf sein müssen, weil wir wussten, dass Frankfurt mit hohem Tempo auch umschalten kann. Das haben wir auch nicht getan. Und dann ist es halt so, dass der Letzte im Glied dann halt der Torwart ist, wo man die Hoffnung hatte, dass er den Ball entschärfen kann. Auch das hat nicht stattgefunden. Und deswegen waren es viele Dinge, die zum Gegentor geführt haben. Machen wir hier vorne weiter. Eine Frage an beide Trainer. Die Szene nach dem Schlusspfiff mit der leichten, wilden Rudelbildung, wie haben Sie das gesehen? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nichts gesehen, weil ich erstmal in dem Moment meine Spieler abgeklatscht habe. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, was Sie gesehen haben. Also ich habe wirklich gar nichts gesehen. Also ich kann dazu nichts sagen, weil ich habe die Frankfurter Spieler abgeklatscht, meine Spieler. Also deswegen keine Ahnung. Ich auch nicht. Wo war das? Weil Eintracht die Ersatzspieler wohl beim Auslaufen waren und da bis zum Schalker 16er gekommen sind. Die Schalker waren gerade auf dem Weg zur Ehrenrunde und dann wurde es ein bisschen turbulent mit Diandra May in der Mitte und Schlichten und Rudelbildung. Da waren wir schon bei den Interviews. Da gibt es auch noch eine Frage. Ja, Thomas Esser von der dpa. Herr Reis, das war jetzt wieder ein sehr emotionales Spiel. Wie Sie selber auch schon gesagt haben, Ihre Mannschaft ist am Ende auch nochmal zurückgekommen. Trotzdem ist dieser Punkt weniger, als Sie sich erhofft haben. Vielleicht können Sie so ein bisschen beschreiben, wie war denn jetzt in der Kabine die Stimmung der Mannschaft? Ja, es ist natürlich schon ein bisschen niedergeschlagen, aber es ist ja auch normal, wenn du dir vornimmst, im letzten Heimspiel dir eine sehr, sehr gute Ausgangsposition zu verschaffen und es nicht ganz gelingt, dann ist man dann schon niedergeschlagen. Mir geht es ja genauso, aber es hilft ja nichts. Das darf mir ja heute noch so sein, vielleicht ein bisschen morgen. Wenn wir uns dann zum Training treffen, dann geht es wieder zielgerichtet auf Leipzig. Das wird mit Sicherheit schwer. Keiner traut uns wahrscheinlich was zu. Das kann aber auch eine Chance für uns sein. Wir hoffen natürlich, dass morgen der Konkurrent, der auf Tuchfühlung ist, im Moment noch hinter uns steht, vielleicht auch nicht die volle Punktzahl holt. Und dann schauen wir, was in Leipzig passiert. Hier vorne nochmal von dem Kollegen von Sport1. Genau, Herr Glasner, wenn man jetzt sieht, das ganze Jahr bislang ohne Auswärtssieg in der Bundesliga, ist das auch einer der Gründe, warum man jetzt wahrscheinlich die Top 7 verpassen wird? Und haben Sie eine Erklärung dafür, dass es einfach nicht gereicht hat, auswärts in der Rückrunde? Ja, wir haben zu viele Gegentore bekommen. Wir haben 2 erzielt hier, wir haben 2 in Wolfsburg erzielt, 2-mal einen Punkt geholt. Ja, aber wenn du sonst oft 3 oder 4 bekommst, dann wird es schwierig. Ja. Du kannst ja nicht jedes Mal 3. In Stuttgart ist es uns gelungen, da haben wir auch 3 gebraucht, um zu gewinnen. Also am Ende des Tages sind es einfach zu viele Gegentore, die wir erhalten haben, aus, denke ich, auch unterschiedlichsten Gründen. Das wissen wir. Aber nochmal, wie die Jungs dann immer fighten und sich zurückkämpfen, ist aller Ehren wert. Aber es macht es natürlich nicht einfacher, wenn du mit jedem ersten Angriff auswärts in Rückstand gerätst. Und so war es, glaube ich, in allen letzten Auswärtsspielen, dass wir mit dem ersten Torschuss des Gegners in Rückstand waren. Und dann immer wieder zurückzukommen, ist halt, so hat jemand zuerst gesagt, ab der 20. Minute hätten wir wahrscheinlich eine überragende Auswärtsbilanz. Ja, weil wir ganz oft in Schalke, in Leverkusen in Leverkusen, in Leipzig da zurückgekommen sind. Aber es ist halt auch nicht möglich, diese Energieleistung, das ist jetzt unser 47. Pflichtspiel diese Saison. Wir haben Spieler, die Monate verletzt waren und jetzt spielen. Wir haben Spieler, die seit Wochen nicht im Trainingsrhythmus sind und spielen. Wir haben andere, die mit Nationalmannschaft die WM gespielt haben und schon weit über 50 Pflichtspiele haben. Das zehrt alles. Das ist nicht ganz so einfach und deswegen habe ich wieder mal einen sehr großen Respekt, wie sie dann mit diesem 0-1 umgegangen sind und sich dann zurückgefightet haben, weil ich einfach weiß, wie schwierig es ist und das zeichnet uns einfach auch aus. Wir machen mit Jörg Strohschein weiter. Herr Reis, jetzt kommt es ja tatsächlich zu einem Finale, so oft schon beschworen hier, aber jetzt steht das Finale an. Wissen Sie schon, wie Sie die nächste Woche angehen werden, jetzt so kurz nach dem Spiel? Werden Sie sich zurückziehen mit der Mannschaft, sozusagen abkapseln, vielleicht nochmal ins Hotel gehen oder irgendwie Trainingslager machen oder ganz normal? Was haben Sie da geplant? Ja,
So nach dem Spiel habe ich eigentlich erstmal nichts geplant. Letztendlich bin ich von meinen Abläufen überzeugt, die wir mit der Mannschaft erarbeitet haben. Die haben uns ja in die Situation gebracht, dass wir jetzt ein Endspiel haben. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass das die besten Maßnahmen sind. Und wir werden uns gezielt auf Leipzig vorbereiten und dann schauen wir, was passiert. Gibt es weitere Fragen von der DPA? Tom Kraus musste angeschlagen raus, wenn ich es richtig gesehen habe. Können Sie schon was sagen, was er hatte oder hat? Ich habe ja mit dem Arzt nicht gesprochen. Also ich denke, dass es jetzt nichts Gravierendes ist. Und da kann ich jetzt noch keine nähere Aussage machen. Peter Wenzel für die Bild-Zeitung. Zweiteilige Frage. Herr Reis, wie haben Sie die Szene gesehen nach dem 1:1, als Rodrigo Salazar augenscheinlich Alexander Schwolo hart kritisiert? Das werden Sie auch sehen. Zumindest bei Sky war es deutlich zu sehen. Hat es da noch ein Nachspiel in der Halbzeit gegeben? Und da quasi im Anschluss, wie haben Sie die beiden gelben Karten für Simon Terodde und dann Moritz Jens empfunden? Also einmal hatte man den Eindruck, dass Simon Terodde quasi über das ganze Feld noch ein zweites Mal läuft und sich nahezu diese gelbe Karte abholt. Wie sehen Sie das bei einem 35-jährigen Spieler? Das ist im Moment alles ein bisschen viel, ob jetzt Rodri zu Schwoli was gesagt hat. Ich denke, mir geht es immer so, man tut gut daran, wenn man sich erstmal in die eigene Nase fasst und erstmal seine eigene Leistung begutachtet. Und dann kann man natürlich vielleicht auch diskutieren, was man in Zukunft besser machen kann. Bei Simon, man hat halt gesehen, was wie viel auf dem Spiel steht, wie viel Emotionen, wie viel Power von den Rängen auch gekommen ist. Und ob du jetzt 35 bist oder 23, oder natürlich hat man immer den Eindruck oder sagt, dass ein erfahrener Spieler das wegstecken muss. Es war schließlich auch sein letztes Heimspiel. Auch das sind ja Emotionen, die irgendwo ein bisschen dazugehören. Ich weiß nicht genau, was er zum Schiri gesagt hat oder ob das jetzt eine gelbe Karte war. Er ist ja auch Kapitän, kann er dem Sprech was sagen bei Moritz. Ja, aber leider eine Rudelbildung. Der Frankfurter Spieler hat ja auch noch eine gelbe Karte bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber hilft nichts. Munter putzen, schauen, dass ich die Spieler mitnehme, die einsatzfähig sind, und die beiden fallen dann aus. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann darf ich noch verkünden, dass Daniel Teveleit das Veltins-Gewinnspiel gewonnen hat und seinen Gewinn am Medienbüro abholen kann. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen allen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Ciao.